Herr Hornbach, Glückwunsch zum Klassenerhalt. Mal ganz ehrlich, gab es eine Phase, in der Sie gezweifelt haben? Es gab nie den ganz große Grundzweifel, aber so wie dann sich's mal im Februar, März abgezeichnet hat, nach dem Augsburg-Spiel habe ich gedacht, zweite Halbzeit Augsburg schwierig, ja. Kriegen wir da noch den Turnaround? Und dann, ja, das war der einzige Moment, aber wo ich richtig gezweifelt habe. Und was war dann der Wendepunkt? Wann haben Sie gespürt, die Mannschaft findet sich? Ich hatte eine lustige Unterhaltung, damals nicht lustig, aber jetzt im Nachhinein haben wir schon öfter wieder darüber gesprochen mit Pavel Grimasch. Ja, nach dem Dortmund-Spiel, nach dem 0-1, saßen wir dann noch unten auf der Trainerbank und haben wir so drüber geredet und haben wir gesagt, es fehlt 2-3 Millimeter fehlen, ja, um quasi den Schritt zu machen. Und das kam dann Gott sei Dank auch. Aber da haben wir, also nach dem Dortmund-Spiel hatte ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass es noch klappen könnte. Obwohl es natürlich punktemäßig nicht so gut aussah, aber so, dass wir ganz lang um den Klassenerhalt spielen können und das auch schaffen können. Dass es jetzt so früh und so klar ist, ist natürlich erfreulich. Welcher Neuzugang hat Sie denn am meisten überzeugt? Ja, ich möchte es nicht auf einen Neuzugang reduzieren. Ich finde, egal ob wie viele Spieleinsätze, wie viele Tore geschossen, wie viel verhindert. Jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet. Dann werden Sie auf die nächste Frage wahrscheinlich auch keine eindeutige Antwort geben. Ich stelle sie trotzdem. Bei welchem Spieler sehen Sie oder bei welchem neuen Spieler sehen Sie noch am meisten Luft nach oben? Ich glaube, insgesamt wird sich... Ich finde es immer noch ein bisschen so wie eine Blume. Ja. Die Mannschaft, sie geht gerade so auf, ja. Gott sei Dank gerade noch zum richtigen Zeitpunkt. Ich sehe bei vielen, vielen Spielern noch Luft nach oben. Also auch nicht nur den Neuzugängen. Wenn ich jetzt Entwicklung von Christian Günther sehe, dann fängt er jetzt erst an zu blühen, ja. Aber auch bei einem Admir ist noch viel Spielraum. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Saison, weil ich glaube, dass sich da noch die Mannschaft insgesamt entwickeln wird. Ja. Sie haben die Mannschaft gerade mit einer Blume verglichen. Jetzt droht sie allerdings auch schon wieder gerupft zu werden. Baumann und Günther sollen vor einem Absprung stehen. Wie hoch sind die Chancen, dass die beiden bleiben? Wenn man jetzt bei der Blume bleibt, ja, also dass mal das ein oder andere Blatt dann runterfällt, ist normal. Ich möchte es nicht kommentieren. Ja. Es ist natürlich so, das weiß man auch, Interesse ist da. Gesprochen wurde schon auch miteinander. Kann sein, aber... es ist generell so, dass es nicht den Aderlass geben wird wie letzten Sommer. Und von dem her bin ich zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr, sage ich mal, auf einem guten Niveau einsteigen werden in die neue Saison, sodass dass es darunter auch wieder rockt von Anfang an. Ja. Dembélé wird für 100.000 Euro offensichtlich verkauft. Das teuerste Missverständnis der Vereinsgeschichte. Welche Lehren zieht man aus diesem Fall? Ja, dass man halt immer noch mal genauer hinter ist. Es ist auch schwierig. Ja. Ich möchte jetzt da den Stab nicht brechen über Gara. Also, weil ich auch immer einen Schritt in den Spieler reinmache. Ja. Und Gara hat es nicht einfach gehabt. Ja. Da kam dann relativ schnell der Trainerwechsel von Markus Sorg zum Christian. Und dann ist es auch nicht für alle Spieler so einfach, Christian Streich zu verstehen insgesamt. Ja, es wird abartig viel gefordert, was absolut ein Muss ist hier. Und manche Spieler können dem dann vielleicht in dem Maße nicht so folgen. Und Gara konnte dem nicht so folgen. Aber deswegen halte ich Gara trotzdem für einen Spieler. Schade, dass er jetzt nicht... da in der Winterpause den Schritt gewagt hat zu einem anderen Verein. Das hätte ihm, glaube ich, viel geholfen. So musste man jetzt die Trennung so machen. Aber ich will nicht ausschließen, dass man Gara Dembélé noch mal irgendwann in der Zeitung liest, dass er einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich meine, er ist 27. Ja. Nur beim SC Freiburg ging es halt jetzt nicht. Ja. Noch genauer hingucken, noch genauer abklären. Eine Garantie
gibt es beim SC Freiburg sowieso nicht, dass alle Neuzugänge immer hundertprozentig einschlagen. Ja.